Und weil wir uns gerade eh im Finanzviertel befinden, machen wir mal eine Hauptquest. Entschuldigung, sorry, eine Nebenquest, eine FSDN-App-Anfrage. Und zwar: Howard, meine Vögel fühlen sich ziemlich eingefärcht. Nimmst du sie für mich mit auf ein Abenteuer? Howard. Howard scheint mich zu brauchen. Hoffentlich geht's ihm und Pidgey gut. So, und Howard kennen wir ja aus beiden Vorgängerspielen, also sprich einmal aus dem ersten Teil Spider-Man und als auch von Miles Morales. Howard war ja derjenige mit den Tauben und fühlt sich auch hier im dritten Ableger mittlerweile wieder. Gucken, was Howard für Probleme hat. Geht's gut. Willst du dich zu uns setzen? Klar. Was brauchst du? Manchmal sitze ich einfach da und beobachte. Da kommt eine Fähre. Dort. Ja. Gehst du mit Pidgey an Bord? Die werde ich nicht nehmen. Die nächste dann. Ich liebte die Fähre. Es war, als ob ich in ein Abenteuer segeln würde. Howard? Siehst du das gelbe Boot? Unten schwarz? Kein übles Transportmittel. Ein Superboot. Wünschte, ich könnte mit der Hummel eine Runde drehen. Hey, Howard? Und damit über den ganzen Fluss fahren. Zu den drei Säulen. Einer uralten Stadt in den Wolken. Ha? Drei Säulen? Weiter rechts. Achte auf die roten Lichter. Du meinst, diese drei Schornsteine? Wieso dort? Ich arbeitete 20 Jahre in der Fabrik, wurde gefeuert und suchte nach dem Sinn. Und als meine Frau starb, nahm sie mein Herz mit sich. Aber meine Vögel haben mir das Fliegen wieder beigebracht. Besonders Pidgey. Tut mir so leid, Howard. Was kann ich tun? Ein letztes. Kannst du die Freiheitsstatue sehen? Sie ist ganz weit links. Ja, da ist sie. Pass auf. Was ist... Oh, wow. Der Schwarm. Ich brauche deine Hilfe, Spider-Man. Ich gehe endlich auf ein Abenteuer. Aber zuerst will ich meine Vögel freilassen. Sie sollen die Welt außerhalb der Stadt sehen. Das hört sich ein bisschen doll nach Abschied an für Howard hier, ne, oder? Kannst du sie in den Norden bringen? An einen ruhigen Ort? Oh, ich weiß nicht. Howard, das ist deine Familie. Es wird Zeit. Pfeife mal. Gut, wenn du sicher bist. Auf geht's, Täubchen! Ich folge dem Ufer eine Weile, bis mir ein neues Zuhause einfällt. Battery Park! Mit hübschen Denkmälern, die ihr vollkacken könnt! Howard wollte aber, dass ihr die Welt seht! Wir suchen weiter! Auf zur Brooklyn Bridge! Die Aussicht ist grandios! Nicht richtig. Ein Jetstream. Dann lasst uns mal richtig fliegen. Woohoo! Hey, Pidgey, mach eine Fassrolle. Yeehaw! Was ist mit dem Waldgebiet in der Nähe von zu Hause?
Harry und ich waren früher nach der Schule jeden Tag dort. Ich würde dahin ziehen, wenn ich ein Vogel wäre. Oh, wow, eine Regatta. Sehen wir sie uns an. Keine Sorge, Vögel, wir sind fast da. Oh, gefallen euch die Netzflügel? Toll, dass sogar Howards Tauben sie mögen. Hat immer viel Spaß gemacht, euch hinterher zu jagen. Queens! Ein Fleckchen, wo ich oft mit einem Freund war. Jede Menge Platz für Pidgey und die Gang. Das klingt gut. Danke. Nicht viele Leute haben mich je gut behandelt. Jederzeit, Howard! Und du kannst sie besuchen. Mit dem Zug. Ich setze die Vögel ab und bin gleich zurück. Howard? Ich wollte gerade sagen, wenn die Vögel abgesetzt haben, ich glaube nicht, dass wir von Howard dann überhaupt noch was hören. Ganze Musik ist schon so melancholisch. Das ist der große Abschied von Howard hier. Okay, hier ist es. Euer neues Zuhause. Pidgey, was das sagen? Okay, ich bin erledigt. Ich nehme den Zug zurück. Ich sehe lieber nach Howard. Er vermisst sie bestimmt schon. Oh nein. Howard? Wohlen. Oh, hey, Spider-Man. Hey, tut mir leid. Ein Freund von mir. Nimm alle Zeit, die du brauchst. Falls es hilft, er sah ganz friedlich aus. Ja, er erlebt endlich dieses Abenteuer mit seiner Frau. Keine Sorge, Howard. Der Schwarm ist frei. Tja, Howard. Ruhe in Frieden, ne? Okay.